Ich vermute, bei so 5 muss ich, glaube ich, drücken. Ups. Ich muss natürlich noch auf Bestätigen drücken, wenn ich es ausgewählt habe. Dadurch ist noch eine Sekunde Verzögerung mit drin. Ich hätte bei 5 das versuchen sollen, da hätte es, glaube ich, sehr genau gepasst. Mit dem Düt, 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 Düt. Das passt auch sehr gut zu dem Panzer, finde ich. So, wir haben übrigens 7er Scouts. Den haben wir schon mal gedamaged. Nicht gut. Ja, da kommen wir gerade nicht ran. Die Super Hellcat zieht sich zurück. Unser EBR hat, ja, der kassiert vom Progetto. Der ist nicht vom Progetto safe. So wie er steht. Das ist natürlich ungünstig, sage ich mal so. Sind wir mal ehrlich. Wenn man da nicht safe stehen kann, sollte man da nicht hinfahren. Oder andersrum, man hätte es deutlich passiver spotten sollen, glaube ich. Weil dort kann er jetzt eh nichts spotten, also er kann nichts... nichts in die Richtung irgendwie aufspotten, was da irgendwie passiert. Kann auch da nichts spotten. Die Heavy-Flanke will ich eigentlich nicht rein. Der Progetto 46, pff, irgendwas wird schon noch dahinter stehen. Die Super Hellcat ist jetzt ein Proxy vor dem EBR. Das heißt, der EBR ist gleich tot. Durch den Progetto wahrscheinlich. Ja, da ist er tot. Durch 50 TP tatsächlich. Überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Ja, die Super Hellcat guckt da irgendwie durch die Gegend. Ja. Und der gegnerische EBR lebt noch. Hm. Alles irgendwie unangenehm. Sind wir mal ehrlich. Wir haben doch hier Deckung. Wir können doch. Ah, okay, da ist die EBR tot. Durch SAPTK. Da ist eine Super Hellcat. Okay, wir müssen ein bisschen gucken, weil wir können natürlich von gegenüber eingeschossen werden. Jupp, die Hellcat ist down. Sehr schön. Au! Wir sind anscheinend immer noch spotted gewesen. Aua. Das war unangenehm. Der hat uns hart gekostet. Okay, hier komme ich gar nicht raus, ne? Oder der Projektor hat noch rumgeguckt und hat mich deswegen wieder gespottet. Respottet, sage ich mal. Die HP sind noch sehr ausgeglichen. Wir haben nur 2 Kanonen Vorsprung aktuell. Oh, yo! Kann ich unserem SAPTK da helfen? Gegen den Bro. Gegen unseren Small Bro. Unser SAPTK fährt leider weg. Der unterstützt uns hier nicht so wirklich. Aber hier ist einfach drüber Fahrzeit. Das heißt, wir müssen uns Damage holen. So viel wir können. So viel wir können, müssen wir uns Damage und Aufklärung holen. Dup, 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 dup. Wir sind nämlich noch lange nicht im Plus, blöderweise. Und ich habe, glaube ich, richtig falsch entschieden mit dem Hero fahren. Wobei, es ist noch ein bisschen was an HP drin. Ich glaube, ich komme jetzt auch in Schussreichweite von Dingen. Wie dem 50 TP, der mich, glaube ich, nicht mehr gesehen hat. Der kurz gebrannt hat. Sehr, sehr geil. Tales of our endeavors proliferate. Hallihallo, Code. Wunderschönen guten Tag an deine Leute. Na, wie lief's bei euch? Muss ich gerade noch ein paar Gegner abfrühstücken.
Mir, bei mir geht's eigentlich ganz gut. Den habe ich getrackt, ist auch okay für mich. Oh, hier ist ein Cheeto SP vor mir. Das ist ja unangenehm. Cheeto, mach mal nicht. Jürgen ist immer entspannt. Besser mit ein paar Runden Panzer. Ich mach gerade eine ziemlich gute Runde Panzer. Ich habe schon 2600 Schaden angerichtet bei 1200 HP, die ich besitze. Also, I do my job. Oh oh. Hallo. Sind wir bei fast 3000 Schaden. Cheeto, mach mal nicht. Chill mal ein bisschen. Ja, du aimst jetzt dahin, ne? Du willst unbedingt mich haben. Das ist ja unangenehm. Oder auch nicht. Jetzt drehst du dich wieder. Nope. Das war zu sehr beim Drüberwippen. Jetzt verkacke ich es natürlich direkt. Putz. Da haben wir die 3K voll gemacht. Sehr schön. Oh, hallo. Nice, wir zerlegen sie. Wup, wup. Also wir fahren wirklich gerade hart drüber über die Jungs. Das waren 4 Kills. Und 3600 Schaden. Holy shit. Ihr habt mir sehr viel Glück gebracht. So viel Schaden habe ich lange nicht gemacht. Das ist wirklich lange. Ich konnte, also, what the fuck? Richtig nice. Ich spiele immer noch Workers. Ist nicht inzwischen mal die Stadt riesig bei euch? Ich hab das ja vor. Was hab. Das. Mein Panzers! Hup, hup! Ihr habt mir richtig viel Glück gebracht. Holy shit. Holy moly. Das war. Wie gesagt, das war eine ausgezeichnete Runde. Aber die Gegner haben sich auch echt gut angestellt für uns. Dass man uns der schwere Panzer nicht gesehen hat und so weiter, das. Insane. Wir haben sogar einen Blindschuss gemacht. Wir haben 3900 Schaden gemacht. Okay. Okay. What the fuck? Also, dass der uns nicht gesehen hat, während wir auf ihn geschossen haben, war halt richtig gut. Richtig gut.